Und auf diese Weise konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass Kinder die größte Gefahr für die Zukunft unseres Planeten darstellen. Keine Aufregung, Kinder. Diese Herren sind bloß hier, um ein harmloses Desinfektionsmittel-Experiment durchzuführen, solange wir schulfrei haben. Allerdings liegt es durchaus im Rahmen der Möglichkeiten, dass einige Tiere in der Schule hier sterben müssen. Wenn sie also jemand mit nach Hause nehmen will, kann er es tun. China kommt mit zu mir nach Hause. Haben wir nicht etwas vergessen? Gibt es keinen Interessenten für den armen alten Hank? Na schön, wirklich zu schade. Warten Sie, nein! Lebende Tiere im Anmarsch! Danke! Halt! Bleib, wo du bist, junger Mann! Mom, ich kann das erklären. Das ist ein ehemaliges Laborkaninchen aus dem Chemiewerk. Mr. Winkle persönlich hat es der Schule gestiftet. Du kannst ja mal riechen, wenn du mir nicht glaubst. Ein Laborkaninchen mit dreifach starkem Luftdeodorant? Hank hier ist ein spezielles Wissenschaftskaninchen. Nun, wenn es zum Nutzen der Wissenschaft ist, dann werde ich dieses Opfer bringen. Aber lass es nicht rumlaufen. Es sieht gestört aus. Keine Angst, Hank. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich verstehe dich. Du bist das Produkt einer vergifteten und zerstörerischen Umwelt. Das ist alles. Ups. Alter Junge, du bist ein total kaputter Hase. Aber ich werde dich wieder hinkriegen. Du wirst schon sehen. Ich repariere es wieder. Boah, nicht meine Schuld. Ein Erdbeben? Was du hier hast, Julian, ist ein ganz bösartiges, hinterhältiges Kaninchen. Ja, na klar, ich weiß das. Ich kann ja versuchen, es zu beschwören. Juhu, lala, didi, aha, didi. Hör auf mit deinen Gemeinheiten. Juhu. Ruhe, du Dummspacke! Ich hasse dieses Gejaule! Also, das hätte ich auch gleich machen können. Ich hätte bloß brüllen brauchen. Brüllen wäre mein nächster Vorschlag gewesen. Bei Fuß! Aufhören! Hinsetzen! Sekunde, lass mich mal versuchen. Sitz, Kaninchen! Platz! Platz, Kaninchen! Ihr Blödhosen! Hört mit dem verdammten Geschrei auf! Wie macht er das bloß? Was machen? Bei dir ist es sofort still, bei uns hört es überhaupt nicht. Halt den Mund, Toni, sonst hält er sich bloß für den Größten. Du willst wahrscheinlich damit sagen, dass Hank mich besser leiden kann als dich. Und damit kann ich dir bloß recht geben. Nein, nicht Wayne. Es hat mich gebissen und mein Zimmer verwüstet. Steh mir nicht im Weg, Milchbubi. Er gehört jetzt mir. Mir! Aufstehen! Hinsetzen! Au! Aufstehen! Hinsetzen! Rolle vorwärts! Au! Nein! Klingt so, als würde er ihn da drin umbringen. Ich glaube, ich sag's Mom. Hank war zuerst mein Haustier. Hank? Wer ist Hank? Oh, du meinst Hankenstein! Hierher! Stopp! Stopp! Anhalten! Ob es irgendetwas gibt, das dieses Kaninchen nicht kann? Ich hab dir alles gegeben, was sich eine Kaninchenprinzessin nur wünschen kann. Und wie dankst du mir das? Jetzt spiel endlich, du dämliches Kaninchen! Nein, Hankenstein! In der Hütte wohnt ein echtes Monster! Komm! Der war gut! Oh! Du scheinst mich ja doch gern zu haben!
Ich hasse Kaninchen! Hol die Fernbedienung! Hey, wir wollen die Sendung aber sehen. Ich will mir was über die Jagd ansehen. Henkenstein muss ein paar Tipps mitkriegen. Kaninchen sind aber Beutetiere, Wayne. Sie jagen nicht, sie werden gejagt. Willst du vielleicht wetten? Zerleg ihn! Monster! Ungeheuer! Bankmanager! Er versucht uns nur zu sagen, dass er seine Stimme verloren hat. Oh, hat dieser Henkenstein dich etwa gebissen, mein Schatz? Hol dein Gewehr! Okay, welches Gewehr denn? Was ist denn? Ist schon okay, Julian. Jetzt ganz stillhalten. Dieses hinterhältige Vieh. Es ist wahrscheinlich in dem ekligen alten Sumpf. Dankeschön. Also? Nichts. Er ist verschwunden. Du darfst dich nicht quälen, mein Schatz. Ich bin sicher, dass Julian dein Tier schon irgendwann finden wird. Dankeschön. Kein Henkenstein? Dann zisch gefälligst ab und such weiter. Oh, ein gewisser Schreihals scheint ja wieder auf dem Damm zu sein. Was? Nee. Du fängst dir Dauerknast wegen Schuld am Verschwinden eines Haustiers ein. Ich mag dieses Zeugs nicht mehr, Mom. Es schmeckt so komisch. Ich habe aber gerade einen neuen Sack aufgemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Zeugs auch schlecht ist. Warte einen Moment. Das ist keine Rosine. Na Gott sei Dank, Tony. Wo hast du sie denn gefunden? Die beiden hatten sich ein Nest in unserem Schuppen gemacht. Ich habe Beweise gefunden. Der abgehackte Riese hat Henkenstein gefunden. Hierher, Junge. Was hast du mit ihm gemacht? Gar nichts. Hab nur seine Hasenköttel in meinen Frühstücksflocken gefunden. Hey, sei vorsichtig! Henkenstein! Zerleg ihn! Zerleg ihn! Siehst du? Das ist der Beweis. Wenn das mein Henkenstein wäre, wärst du fertig. Das ist ein Betrüger. Entschuldigen Sie, Miss Hissy. China ist gestorben. Wir haben sie im Garten begraben. Es war so, so schrecklich traurig. Okay, ich hab gelogen. Na und? Ist das nicht romantisch? Sie sind ein richtiges Kanickelpärchen. Ja, vielleicht vermehren sie sich jetzt. Werd nicht unanständig. Setz dich. Hank ist ein ganz anderes Kaninchen geworden, seit er sich verliebt hat. Das ist nicht Henkenstein! Also sieh zu, dass du mit dem Betrüger verschwindest! Henkenstein? Henkenstein! Henkenstein! Oh, Sumpf! Henky Baby! Henkenstein, bist du hier? Oh. Ihr seid nicht Henkenstein, ihr seid Henkensteins Söhne! Halt! Hinsetzen, nicht bewegen! Ah, 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 ah.